Meine lieben Leute, es ist mal wieder soweit. Es ist neue Woche, neues Glück. Heute haben wir ein bisschen Arbeits-Action gehabt. Ich bin jetzt fertig mit Arbeit. Ich bin jetzt dann gleich verabredet in Offenburg. Ich hole jetzt gleich Sophia ab, dann hole mal Jenny ab. Man darf jetzt wieder mit drei Haushalten unterwegs sein, da Corona-Inzidenzen ziemlich runtergegangen sind in letzter Zeit. Und wir gehen in Decathlon, weil ich will mir noch ein paar Sachen kaufen. Und ich nehme euch mit, wie immer. Ich habe demnächst auch noch ein Camping-Aufenthalt. Da werde ich auch vielleicht noch ein paar Camping-Sachen kaufen. Schauen wir mal. In dem Sinne, wir legen los. Viel Spaß beim Vlog. Neue Woche, neues Glück. Es heißt wieder, mein Name ist Sandiga Zoilo. Welcome to my Vlog. Let's go, baby! So, meine lieben Leute, wir sind jetzt gerade fertig mit Essen. Wir waren jetzt hier im Square of the Worldside. Entspannt hier schon am Snacken. Die Ladies noch dabei. Die Bilder angucken. Wir waren einkaufen. Cooler Montag. Ich freue mich. In dem Sinne. Noch mehr. Meine lieben Friends, Montagabend ist vorbei. Was gegönnt hier im Decathlon, der neu aufgemacht hat. Ein paar Sachen. Man sieht schon, Klappstuhl, Matratze. Es wird bald gecampt, aber ja, war geil. Wir waren da noch essen. Es ist heute das erste Mal seit, weiß nicht, 6-7 Monate, wo wir erstens alle drei zusammen sein dürfen in drei Haushalte. Und wo man auch einfach ohne Test raussitzen konnte, essen gehen konnte. War geil, haben wir uns gegönnt. Ja, was will ich schon machen? In dem Sinne, wunderschöner Abend, Tag, Rest Vlog, viel Spaß damit und sieht sich. So, meine lieben Leute, wir sind jetzt hier im wunderschönen Sasbach-Walden. Da ist auch irgendeine Kirche. Jetzt gehen wir zu unserem Raddealer des Vertrauens, zu Marius. Ich hole jetzt was ab. Für was? Seht ihr später. Seid gespannt. Das hat was mit Fahrrädern zu tun, offensichtlich. Das sind wir im Radlager Sasbach-Walden. Also Hashtag Werbung jetzt, wenn jemand mal Mountainbikes, geile Räder, alles Zubehör, dies, das braucht. Marius, Radlager Sasbach-Walden. Check it out. Ich verlinke auch hier noch sein Insta. Da ist er. The one and only. Balle. Servus. Check. So, meine Leute, haben wir was gegönnt hier. Ein paar Schläuche, ein paar, wie nennt man das? Reife ist richtig, ne? Reife, ja. Super, Marius, danke dir. Gern. Bester Mann. Bist jetzt auch mal im Vlog, da freut er sich. Ja, ein bisschen. Ja, wie gesagt, wenn er was braucht, Fahrräder, Sasbach-Walden, auch wenn die Saison jetzt wieder losgeht, kann man hier auch nice Fahrräder ausleihen. Genau. Und hier das Schwarzwald hochcruisen. Geht ab, geil. Sulli. Ja, meine lieben Leute, ich bin wieder daheim. Wie ihr gesehen habt, ich war bei Marius, habe ein bisschen geshoppt. Und zwar habe ich hier zwei nice neue Reifen am Start. Was ist das? Schwalbe Energizer Tour Plus. Für das gute Rennrädel hier, was ich hier habe im Ding. Moto Picane. Klapp. Bin mal gespannt, ich habe noch nie in meinem Leben Fahrradschläuche getauscht bzw. Fahrradreife aufgezogen. Ich probiere das jetzt. Leider ist der Akku relativ low und ich habe die zweite Akkuladung nicht da. Aber ich probiere es. Ich filme es jetzt nicht. Ich mache es einfach mal und hoffe, es geht. Und man sieht sich später. A few minutes later. Kurzes Zwischenfazit. Das erste habe ich schon mal drauf. Das hat geklappt. War schwieriger als gedacht. Das sind die alten, die waren schon komplett spröde und gerissen. Sind halt ein bisschen cooler in weiß. Ich habe jetzt hier Black auf Black, aber was soll's. Ja, bin gespannt. Bremse muss ich noch einstellen. Gucken wir mal, ne, wie es wird. Wie Puzzle ein bisschen. Ich hoffe, das hebt alles oder mich haut es gleich auf die Schnauze. A few minutes later. Also man sieht, ich bin leicht verschwitzt, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, was ich jetzt gewartet habe, 2 Stunden oder so. Und das Ding ist jetzt mal eingestellt. Welcome to the family. Mein Retro Moto Picane Vintage Racer.
2x5 Gang. Frontumwerfer, neue Reifen, Radlager, gute Backebremse, krasser Sattel, hart wie Kruppstahl, Stahlcase. Hier Doppelbremsesystem hier vorne und hier Hammer. Gute Motorbekan. Noch hier mit Rahmenschaltung, die jetzt auch wieder funktioniert halbwegs. Ja, sehe ich mich, oder? Auf jeden Fall muss ich aber sagen, ist anstrengend as fuck im Vergleich zum anderen. Klar, hat kein Motor. Guten Morgen an diesem Freitag. Es ist jetzt 6 Uhr. Machen wir wieder eine kleine Spazierrunde heute. Es war eigentlich relativ ruhige Woche. Es ist gar nicht zu viel gegangen, muss ich sagen. Ich habe das Fahrrad restauriert, das habt ihr gesehen. Das ist restauriert, Reife drauf, ein bisschen geputzt. Das habe ich jetzt gestern getestet, bin zur Arbeit gefahren. Und noch eine Runde gemacht, ich blende es euch gerade mal hier ein. Gestern die erste quasi 10 Kilometer Runde. Ja, Oberschenkel ziehen heute. Nice. Oh, hier ist Sonnenaufgang. Let's go, baby. Slow motion time. So, meine lieben Freunde, jetzt ist noch der Svensson dabei. Moin. Der muss ich mal kurz füllen, weil der ist so groß. Marina am Stissel. Und jetzt sind wir am Baggersee und es ist auch noch keiner da. Mega schön. Nehmen wir mal die GoPro mit. Probieren wir mal, wie das Wasser sprudelt. Ist sogar noch nass. Wird richtig wild, glaube ich. Aber hey, warum nicht? Einfach mal was Neues machen. Bis gleich im Wasser. So lieb. Let's go, Leute, wir sind jetzt gerade zurückgekommen. Wir waren da hinten an der Bio-Boje da hinten. Haben es eigentlich relativ mit kurzer Chili-Pause geschafft. Ehrlich gesagt unerwartet, weil normalerweise schaffe ich vielleicht, keine Ahnung, 15 Meter und dann gehe ich unter wie ein Sack. Aber ich weiß nicht, wir sind ja schon im Wasser. Ja, und jetzt, keine Ahnung. Gehen wir langsam wieder zurück. Wir haben noch mehr to do heute. So, meine lieben Friends, es ist, wie viel haben wir jetzt? 9.12 Uhr, gute halbe Stunde. Jetzt hier am Schwimmi gewesen, aber cool, kein Mensch da. Ja, Müllentsorge man natürlich auch, ordnungsgemäß. Marina, Sven, wie war's? Super, erfrischend. War schön. Oder wie Marina immer sagt, mega, mega. Das muss ich euch jetzt gerade nochmal zeigen. Guck mal, der hat einfach hier so ein komplettes triangulares Ding oben drauf. Der kommt aus Heidelberg. Hammer. Guten Morgen, aufstehen jetzt. Suli. Suli. So, meine lieben Freunde, in meinem nice Radlerhose am Start. 26 Minuten, 12 Kilometer Tour gemacht. Freistadt, hinterrum meine Tour mit dem Rennrad. Also ja, Fazit nach der zweiten Ausfahrt jetzt sozusagen mit dem Gerät. Es kleppert noch ein bisschen. Ich glaube, die Lager sind halt irgendwie durch, nachdem es so lange in der Werkstatt stand. Die muss ich nochmal gucken, ob ich das irgendwie auseinandergebaut kriege. Und das Schalte funktioniert noch nicht so wirklich. Also es hat auch noch so eine Zugschaltung am Rohr vorne, wo man so dran zieht. Und das springt also nicht immer zurück, wie soll. Das ist noch ein bisschen defekt. Aber jetzt gucken wir mal. Also ist heute Schwimme, Radfahrer gemacht, Jogge gehe ich jetzt halt nicht. Wie gesagt, jetzt geht's zur Wanderung von der Nadine. Da trinke mal noch was. Dann habe ich die Kalorie wieder drauf, die ich jetzt weg habe in dem Sinne. Hm. Sind wir hier am kurzen, schönen Plätzle. Da sind Haube Leute. Zum Glück alles Corona-konform heute unterwegs. Wir sind heute auf einer Geburtstagsparty von der Nadine. Auch schon hier Radler am Stissel. Ja, ich hab's euch ja versprochen. Gleich kurzer Film im Pressen. Sind in Legelshorst hier am Wandern. Bollerwaage am Start, mega schön. Oh, dann geht's los. Und das ist Geburtstagsfilm. Gerade
Martin! Sag mal Hallo. Alles Gute zum Geburtstag, Nadine. Tag zum! Mega schön, sie freut sich. Ja, hier sehen wir ihn. Der Daredevil von Legetour. Ich bin mal richtig. Ja, zeig uns, was du kannst. Ich mache einen Trick. Backflip, aus dem Leben. Ich mache einen Gegenflip. Hey, mein bester Freund. Wie heißt du mal? Ich bin der Andi. Der Andi. Am Start. Andi, wie findest du die Kuchen? Schlotzig, aber gut. So, meine lieben Friends, es ist leicht süffisant heute. Aber hey, wir gönnen uns doch hier diesen geilen Ass-Untergang von der Nadine. Freust du dich? Viel zu nah. Ich freue mich mega. Nadine, hast du heute gefeiert ein bisschen? War es geiler Geburtstag? Mega geil. Hey, so viel geile Energie heute am Start. Ich work it like a mile. Ja, nice. Geiler Sonnenuntergang wieder. Meine lieben Leute, es ist Sonntag. Ich habe mich heute nicht zu viel gemeldet bei euch. Erstmal ausnüchtern müssen von gestern, ihr habt es gesehen. Und dann habe ich noch Fotos bearbeiten müssen nochmal. Das habe ich auch fertiggestellt. Das hat auch eine Weile gedauert. Dazu habe ich noch entschieden, dass der Vlog ab sofort dienstags kommt, weil es ist jetzt Sommer. Und ich wollte eigentlich jetzt dann auch mal sonntags alles was unternehmen. Keine Ahnung, Tagestrips, Wanderungen, dies, das. Wenn gutes Wetter ist eben, das ausnutzen. Und deswegen kommt der Vlog auch sofort nicht mehr montags, sondern heute ist Dienstag, wenn ihr das schaut. Immer dienstags 20 Uhr. Genau, so machen wir das erstmal für die nächste Zeit. Da habe ich ein bisschen mehr Luft zum Schneiden Montag und Dienstag Mittag sozusagen, dass ich das Ding online kriegen kann. Weil das ist ein bisschen stressig sonntags dann. Und ihr kennt das Spiel. Hier steht nochmal mein Instagram-Name. Einfach mal draufklicken und zuschauen und Hallo sagen. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, Abo dalassen, das ganze Spiel, ihr kennt die Soße. Bleibt sauber, bleibt gesund, genießt den Sommer. Nächste Woche sind schon ein paar Sachen geplant, wo ich auch euch zeigen werde im Vlog. In dem Sinne, Peace und bis dann. Euer Sandy, ich bin raus. Peace.